Herzlich willkommen zurück in Folge 20 schon von Day of the Tentacle. Löwen hat sich ein wenig verändert in den letzten Folgen. Ich finde sie jetzt etwas rundlicher geworden. Ich glaube, Querstreifen machen doch ein wenig dick. Aber wir stehen jetzt hier an der Zeitkapsel. Ohne dieses tolle Kostüm hätten wir es gar nicht hierhin geschafft. Wir sind am Wächter vorbeigeschlüpft. Wir können uns also frei bewegen. So, wir nehmen jetzt einfach mal die Zeitkapsel. Ich hoffe, das geht. Ohne dass ein Alarm ausgelöst. Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Öffne es einfach mal. Na? Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Benutze Gabel mit Zeitkapsel. Ich glaube nicht, dass es damit aufgeht. Ach, natürlich. Mensch, hier. Okay, mach, hau rein jetzt. Es ist doch echt. Ja, manchmal ist es doch zu einfach. Und? Was ist da drin? Was ist da drin? Ich sehe es schon. Wir haben Essig. Chateau de Chapeau 1775. Klasse, wir haben den Essig, den wir brauchen. Das ist alles, was... Mehr war da nicht drin? Es ist eine alte Dose. Das wissen wir. Du hast auch eine alte Dose. Gut, wir... Pass auf, den Essig, den braucht auf jeden Fall Hoagie. Eidewitzka. Deswegen schieben wir ihn mal gleich mal rüber. Wir dürfen uns ja jetzt frei bewegen. Ich denke, das wird jetzt kein Problem sein. Yes, strike. Okay, hier haben wir nichts mehr verloren. Können wir aus dem Fenster schauen? Und, was sehen wir? Es ist sonnig draußen. Es ist immer sonnig draußen. Gut, gehen wir mal wieder durch die Tür und wir schauen uns den zweiten Raum an. In diesem Raum war, glaube ich, Dwayne, wenn ich mich alles täuscht. Ja, in der Gegenwart war Dwayne hier drin. Mal gucken, wer jetzt hier drin ist. Ach, guck mal hier, Ted. Dann haben wir hier ein paar Rollschuhe, eine Lampe. Dann haben wir einen Entspannungssessel. Ich glaube, den brauchen wir erstmal. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Na gut, okay. Also, wir schauen uns einmal um. Wir haben eine Lampe hier. Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Können wir die mitnehmen? Bernhard würde es mögen, aber für mich ist das nichts. Dann nimmst du auch und spülst ihm rüber. Meine Güte. Hier, den kennen wir doch auch. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Gibt keinen Sinn. Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Wo finde ich einen Menschen für die Show? Nee, ich glaube, das bringt nichts. Oder? Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Okay. Oh, gut. Ach ja, ich glaube, wir sind beste Freunde. Ich sollte jetzt gehen. Ruf mich an, okay? Ja, er ruft bestimmt an. Natürlich, wie wir alle anrufen. So, jetzt nehmen wir einfach mal die Mumie mit. Ihr seid doch best friends. Er ist zu schwer. Okay. Pass auf, ziehen wir erstmal den Stecker hier raus. Nicht darüber stolper gleich. Geht nicht. Können wir das Kabel mitnehmen? Wir brauchen doch noch Strom für den Chrono John, haben wir doch festgestellt. Jawohl, wir haben eine Verlängerungsschnur. Sehr gut. So, was haben wir noch? Dann haben wir Pfosten, Seidenseil. Seidenseil. Also wie vielen Spinnen? Das erinnert mich an... Wie komme ich hier rein? Oh weia, jetzt muss ich ja kurz nachdenken. Naja. Seidenseil. Das, wie vielen Spinnen mögt das gewoben worden sein? Sieht doch so ganz lustig aus. Okay, dann lassen wir es halt so. Das haben wir noch. Dann haben wir hier eine Lavalampe. Cool. Die kannst du aber mitnehmen, oder? Keine Chance. Das ist gefährlich. Gefährlich? Das ist eher so 70er. Aber gefährlich? Naja. Dann haben wir hier noch Rollschuhe. Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Sollen wir es wagen? Ich sag mal ja. So, wir haben Rollschuhe. Rollschuhe. Und für alle die, die sich wundern, dass hier vier Rollen runter sind, das war auch früher so. Nicht alle in einer Reihe. Nein. Das waren die Uhr, also die Gründungssachen von den Inline-Skates. Früher nannte man das nur Rollschuhe. Wieder was gelernt. Ist immer gut, sich mal ein Retro-Let's Play anzugucken. Von daher kann man auch viel lernen. So, wenn das zu schwer ist. Wir haben doch jetzt Rollschuhe. Warte mal, benutze Rollschuhe mit Mumie. Mumie. Sehr schön.
So, was ist, wenn wir den jetzt einfach mal drücken? Na? Ach doch, es passiert was. Strike. War zwar nicht so gewollt, aber ja, genau, sie grinst auch. Freut mich. Moment, kurz husten. So, eine Tür haben wir noch, da gehen wir auch mal rein. Oh. Gütiger Himmel! Oh oh. Du bist Purpur, Ja? Nein. Sag, du kommst mir bekannt vor. Wir das. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Ja. Bist du. Oh, nee, lieber nicht. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Was schreit er denn so? Sind das nur die gleichen Weltbeherrschungspläne wie am Anfang? Wir gehen einfach wieder raus. Einen kleinen Knacks. So, wir gehen die Treppe hoch. Hier ist... Was ist das denn? Geht zur Treppe? Sind wir da runtergekommen? Die war doch ganz anders bei der Vergangenheit. Umbaumaßnahmen stattgefunden. Was? Richterliche Hochsicherheitszone? Was ist das denn hier? Trophäen? Oh. Oh, was? Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Verdammt, aber du bist doch ein Tentakel. Können wir das nehmen? Nein, ich gucke erstmal die Bänder an. Ah. Weil ich glaube, die sind hier gesichert. Wenn wir uns das nehmen, ist, glaube ich, nicht so gut. Geht nicht. Das ist hinter Glas. Achso, sogar Glas. Ich dachte, das wäre nur Sicherheit. Dann sind das Lampen. Okay. Gut, also hier können wir nichts mehr ausrichten. Auf jeden Fall wird hier wahrscheinlich die Preisverleihung stattfinden, wenn ich das so richtig sehe. Deswegen... Ach, hier ist der Wettbewerbsbereich. Alles klar. Das heißt, hier findet auf jeden Fall die Menschenshow statt. Gut, dann gehen wir wieder runter. Da sind wir noch, glaube ich, noch nicht so weit. Wir gucken mal, was unser Freund, die Mumie, wo die sich befindet und was sie macht. So, gehen wir mal runter. Ach, guck mal. Er sitzt daneben. Wie schön. Wo sind die Rollschuhe? Verdammt, wo sind die Rollschuhe? Shit, die Rollschuhe sind weg. Aber er sieht natürlich jetzt, nicht so aus, als würde er irgendwie ein Mensch sein. Finde ich. Naja. Mal gucken, was wir noch machen können, damit wir ihn hier so ein bisschen pimpen können. So, wir gehen einfach mal hier durch. Gucken wir mal, Zwinger. Dann war das nämlich nicht der Arzt. Ach genau, hier ist die Mikrowelle und hier ist der Waschraum. Was war das noch? Warte mal, wir haben doch hier noch den Hamster und die Spielzeugmaus. Warte mal, benutze. Wie war das noch? Moment, spreche mal ab. Loch, grünes Loch. Spezies hier entnehmen. Spezies entnehmen. Entnehmen, entnehmen, entnehmen. Benutze Spielzeugmaus mit Loch. Bringt das was? Besser nicht. Benutze gefrorener Hamster mit Loch. Da stecke ich nichts rein. Das lässt mir gerade Bilder im Kopf aufgehen. Naja, egal. Okay, pass auf. Ach ja, jetzt kommt die berühmt-berüchtigte Szene aus Day of the Tentacle. Wir benutzen den Hamster mit der Mikrowelle. Wenn er die nicht kennt, dann habt ihr Day of the Tentacle verpennt. Hahaha. So. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Nein. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Hol ihn raus. Nur ein paar Sekunden. Wie gefrorenes Eis. Oh, oh, er glüht noch. Na, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck doch. Das war witzig, aber nur, weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Wichtiger Hinweis, nicht nachmachen.
Auf jeden Fall, der Hamster scheint ein wenig missmütig zu sein. Er guckt ein wenig verdattelt und ich schaue ihn mir mal an. Er sieht immer noch unterkühlt aus. So, aber jetzt dürfte er doch normalerweise, was ist doch die richtige Größe? Na? Das sollte ihn aufwärmen. Siehste. Ich wünschte, ich hätte etwas Formaldehyd. Knusprig warmer Hamster, ach wie süß. Alter Schwede. Warum wir den dabei haben, ja, das weiß ich noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich rausstellen. Aber wir haben den Hamster gerettet. Also wir sind hier jeden am Retten. Wir haben Laverne befreit, die darf frei rumlaufen. Wir haben Hogi aus einer misslichen Situation fast befreit. Er muss nur noch den Essig holen. Ja, also es läuft gut, muss ich sagen. Es läuft wirklich gut. Recyclingmaschine. Uns fehlt aber noch ein Mensch. Und ich glaube, wir könnten den Menschen nehmen, den wir hier vorher geparkt haben. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, schnell weg, der will was von uns, schnell weg. Oh, ich meinte natürlich hier, die Mumie macht's wieder. Okay, das ist also schon mal gut. Die Frage ist natürlich, wie können wir ihn vermenschlichen, weil so eine Mumie sieht ja natürlich aus wie eine Mumie und nicht wie ein Mensch. Na, habt ihr eine Idee? Ich bin noch am Überlegen, ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze vonstatten geht, aber was ich schon mal machen könnte, ist die Verlängerungsschnur an den Chrono John anschließen. Na, ist das schon mal was? So, machen wir das schon mal, weil dann die brauchen wir auf jeden Fall. Da ist eine Katze. Da war eine Katze gerade. Habt ihr das gesehen? Da ist eine Katze. Hallo Katze. Na, wie geht's die Katze? Was für ein schlechter Anstrich. Echt? Ist der so schlecht? Haben wir noch die rote Farbe irgendwo? Obwohl, warum sollte es rot sein, ne? Warte mal, haben wir irgendwo noch die rote Farbe? Ich glaube... Er hatte die, pass auf. Warum mache ich das eigentlich hier? Warum streiche ich einen Zaun in der Zukunft? Benutze rote Farbe mit Zaun. Weiß gefällt mir besser. Weiß? Rot und weiß, wie lieb ich dich. Na, wie sieht es mit Tippex aus? Ist doch für alles gut. Das sollte klappen. Hä? Oh Gott, ein Stinktier! Alles klar. Jetzt haben wir eine Katze auf dem Dach. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Weil es ist ja Sonne, ne? Sonnig, meine ich. Okay, sie versucht sich zu reinigen. Was hat es mit der Katze auf sich? Woher kriegen wir einen Menschen? Und warum pult sie sich in meinem Ohr rum? Das alles. Alle Antworten. In der nächsten Folge. Oder übernächsten. Ich weiß es noch nicht genau. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst.